Herzlich willkommen zum Mitternachtstalk. So, wir haben gerade Historyline, die Mission 16, durchgespielt. Und jetzt schauen wir noch mal ein bisschen, was hier im Twitch-Chat so los ist. Genau, hier gibt es gerade Diskussionen über Rollen und Verlauf im Ersten Weltkrieg. Ich habe angefangen, ein Buch über den Ersten Weltkrieg zu lesen, bin aber da noch nicht so wahnsinnig weit. Deswegen, ich weiß die Details nicht, wer jetzt wann wir wo was warum wie aber gemacht hat. Aber es war wirklich große Politik, das wissen wir ja. Also natürlich ging es auch um Geld, aber auch die USA waren früher mehr im eigenen Land unterwegs und hatten da noch genügend zu erobern und zu vertreiben und so, und sind dann erst mit dem Ersten Weltkrieg haben sie so ein bisschen mehr geopolitisch Einfluss genommen. Genau, wie gesagt, Cyberkätze, soll jetzt kommt der Teil, den man auf YouTube nicht zu sehen bekommt. Möchte aber sagen, wo man ihn sehen könnte. Also den Mitternachtstalk kriegen unsere Patrone auf patreon.virtualdimension.de dann auch irgendwann zu sehen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ab 1 Euro, dann freuen wir uns sehr. Wir hatten vorhin ja drüber gesprochen in unserer Historyline-Session, was wir mit dem Geld so machen, Technik verbessern und so weiter, neue Sachen kaufen. Und als kleines Dankeschön gibt es dann ein paar Sachen, die so unter dem Schneidetisch gefallen sind, unter anderem unsere Mitternachtstalks, kann man sich dann dort auch anschauen. KonsolendocTV fragt, wann gibt es die erste Folge Ghostbusters at Monkey Island? Ja. Keine Ahnung. Wir haben bisher Fangames, haben wir bisher noch nicht gemacht. Machen wir irgendwann vielleicht mal. Vielleicht machen wir das irgendwann mal in einem Stream oder so, ich weiß es nicht. Dennis, die Streamplanung machst du. Du fragst immer, hast du da Bock, hast du da Bock, hast du da Bock? Und ich sage regelmäßig, was? Ja. Es gibt einfach so viel zu tun. Ja. Man muss ja sagen, der Dennis hat auch geil viele Games und geil viele, die ich auch gerne daddeln mag. Aber die Zeit ist natürlich so kurz. Ja? Also. Ja. Und jetzt stellt er mir die Frage, ja, aber dann lass doch Historyline weg oder Bard's Tale. Ja, und dann hoffe ich da und sage, mir macht's aber doch Spaß. Also erstmal KonsolendocTV, vielen Dank für das Abo. Ja. Es gibt natürlich, es gibt immer wieder Leute, die sagen, mach doch mal mehr von dem oder mach mehr von dem. Es ist halt eine Zeitfrage und wir haben, glaube ich, keine Videos, wo alle sagen, das ist doof. Es gibt für jedes Video, was wir machen, irgendjemanden, der es gut findet. Ja. Wir hatten mal einen Kommentator, der hat irgendwie, ich weiß nicht, was es war, wir haben irgendwas gespielt. Vielleicht war es Bing, ich weiß es nicht mehr. Er hat dann irgendwo gesagt, oh, das gefällt mir nicht, ich möchte lieber was anderes sehen. Aber anderen hat es halt gefallen und wir hatten halt an der Session auch mehrere Folgen aufgenommen. Ja. Dann hat er bei der nächsten Folge kommentiert, ich habe doch gesagt, ich will das nicht sehen, macht was anderes. Bei der dritten Folge wurde er dann richtig pampig und dann ist er irgendwann gegangen. Wir haben auch irgendjemanden, der bei nahezu jedem Video von uns konsequent einen Daumen nach unten gibt. Ja. Wenn es jemand Spaß macht, aber naja. Genau. Die Haare wurden weniger. Eben wurde gerade kritisiert, Ohrhaken, deine Haare werden weniger. Ja, sie werden weniger. Muss man jetzt. Wobei, jetzt sind sie auch, also so geil der Helm ist, aber er drückt es natürlich und er macht natürlich warm. Und wenn einem warm auf dem Kopf ist, ist klar. Also, ne, es ist nicht ganz so schwitzig, aber so ein bisschen warm macht es natürlich schon. Was wir so. Das Möbelvideo ging in die Kritik. Wir haben ja auch schon, wir hatten glaube ich schon mal darüber gesprochen, wir haben es natürlich falsch aufgezogen. Also wir hätten das nicht, ursprünglich wir haben wir es als ein Retro ausgepackt. Ja. Das hätten wir so nicht machen sollen. Aber auch da gab es Leute, denen das gefallen hat. Wir haben das ja auch gemacht, weil Leute gesagt haben, zeig doch mal, wie ihr Möbel aufbaut. Und da gab es auch einige sehr positive Kommentare dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass es niemandem gefallen hätte. Ja. Aber das war natürlich das, was am wenigsten gut angekommen ist. Ja. Aber passiert mal. Ja, und wir haben halt, wir haben auch ganz klar dazu gesagt, naja, wenn wir auch mal das Angebot kriegen, mal von einer großen Firma einen Sponsor, was wir ja aber kenntlich gemacht hatten, also das war ganz klar,
Und dann war dann gleich, oh, ihr verkauft eure Seele und Gott weiß was. Und wir saßen einfach da und sagten, nö, es ist einfach ein kleines Präsent, was wir bekommen haben an dieser Stelle. Und der Deal war, und da vorher wurde ja gesagt, ey Hagen, du baumeisterst da doch rum. Da haben wir gesagt, okay, dann passt das auch in der Tendenz zu uns. Wir haben es aber, der Dennis sagt, wir haben einfach gesagt, Retro ausgepackt, das war einfach falsch. Also das war einfach, das wussten wir. Wir hätten das klarer machen. Wir haben da gar nicht drüber nachgedacht, muss ich zugeben. Also ganz klassisch nicht drüber nachgedacht. Ja. Sondern haben wir einfach gesagt, ey, komm, zeichne mal schnell auf und dann ist erledigt. Und dann war auch das Feedback so. Und dann haben wir gesehen, okay, ja, es ist falsch gemacht, haben das angepasst. Also heute heißt es ja auch, wie heißt es, Möbel ausgepackt. Möbel ausgepackt. Also natürlich im Video heißt es immer noch Retro ausgepackt, ja. Weil das Video kann ich jetzt nicht ändern. Ja. Aber naja. Homecomputer 77 sagt, wir sollen so weitermachen, das meiste interessiert ihn sehr. Dann vielen Dank. Wann gibt es mal weiblichen Zuwachs, fragt Konsolendocs TV. Also meine Frau Maren hat ja schon mit mir Videos gemacht und wir haben auch schon noch was Neues aufgenommen. Mhm. Sind wir noch am Gucken, ob wir da noch weitermachen. Da sind wir gerade noch am Diskutieren, bevor wir das veröffentlichen. Also es gibt auf jeden Fall mit Maren gibt es auf unserem Newschool-Kanal newschool.virtualdimension.de Newschool, New SK Doppel-O-L. Das will man mal dazu sagen. Wie Oldschool, nur mit New. Ja. Genau, und mit K. Ja. Da haben wir Cuphead haben wir gespielt. Ja. Maren hat ja auch eine Zocker-Vergangenheit. Also natürlich nicht so viel wie wir, aber hat auch ein C64 Gedanke, gehabt damals und ein Atari und ein Super Nintendo und so. Genau. Klingt lustig. Ja. Ist auch lustig. Ich gucke mir die Videos auch gerne an. Ja. Nächstes Jahr sagt, merkt ihr selber, wie quer euer Name für den zweiten Kanal ist. Wir haben ja schon, früher hatten wir es mit zwei Nullen. Deswegen mit Doppel-O ist jetzt etwas besser. Wir haben diskutiert, wie man anderen Namen machen kann. Wir konnten uns nicht auf einen anderen Namen einigen. Wir also haben gesagt, von es euch, bleibt so. Ich habe wir haben in verschiedenen Streams gefragt, wie sollen wir benennen. Und ich habe jeden einzelnen Vorschlag aufgeschrieben. Jeden einzelnen Vorschlag. Und wir haben jeden einzelnen diskutiert und zur Abstimmung. Und es kam einfach nichts bei rum. Das war echt, du hockst da und denkst so, ja, wie nennst du denn jetzt? Ja, wir können den nicht Virtual Dimension 2 nennen. Ist irgendwie blöd. Ist blöd. Ja, das ist doof. Wie nennst du denn dann? Ja, was wollen wir denn machen? Ja, so alles, was da drüben nicht reinpasst. Ja, sonstiges kannst du jetzt auch nicht nennen. Ja. Und dann haben wir diskutiert und haben gesagt, naja, die Retro-Geschichte machen wir auf Virtual Dimension. Das heißt, not retro. Ja. Das ist auch irgendwie uncool. Wenn also, wenn ein Stream in not retro heißt. Wegen nicht Oldschool, sondern halt Newschool. Ja. So. Und es ist ganz klassisch, einfach nur, weil wir nichts Besseres hatten. Also ganz, es war dann, irgendwann war dann nur die Diskussion, können wir den nicht so lassen? Stört das wirklich jemanden? Ja, es gab auch bei uns Leute im Team, die den sehr gut fanden. Ja, also ich finde den nicht schlecht, aber so ganz zufrieden bin ich nicht mit, aber komm, es ist nur ein Name. Ja, eben, deswegen. Also. Wir haben dann alle angeguckt, ja, wenn ihr umbenennen wollt, dann benennen wir ihn halt um, aber dann macht man einen Vorschlag und dann war das so ein, und dann war, stört's denn wen? Welche fanden es gut, welche fanden es nicht so gut, und dann stört's irgendwen, dann war die Antwort einfach klassisch nein und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir da. Wir haben die einzelnen, wie hast du es vorhin gesagt? Serien hast du es genannt, ne? Hast du Serien gesagt? Formate hast du gesagt. Die einzelnen Formate haben wir sehr hart diskutiert. Deswegen auch zum Beispiel, was richtig Spaß macht, der Name ist Co-op Chaos. Ich finde den Co-op Chaos, finde ich, der trifft wirklich mit dem Dartpfeil ins Bullseye und dahinter. Weil wenn wir zusammenspielen, dann ist es meistens ziemliches Chaos. Totales Chaos, ja. Genau, Konsolendoc TV hat nochmal Fantreffen angesprochen. Also jetzt im Moment ist es ja gerade irgendwie nicht so gut. Ja. Aber ich hätte da auch Lust dran, vielleicht machen wir das irgendwann mal. Also entweder sagen wir mal, es gibt da eine Veranstaltung, wo wir dann hingehen und da könnt ihr uns treffen. Ja. Also das gibt es ja sowieso werden wir dann wieder, wenn es das gibt, auf Messen und sowas gehen. Vielleicht machen wir auch mal wirklich ein Virtual Dimension-Treffen irgendwo mal. Schauen wir mal. Ja. Martin sagt, klasse Programm, einige Sachen gefallen mir nicht, andere schon und die mir nicht gefallen, schaue ich einfach nicht an. Genau, also das ist der Plan. Ja, genau, das ist der Plan. Es gibt Leute, die sagen, das mit den Games, das könnt ihr mal lassen, macht doch irgendwie mehr Back in Time. Ja. Oder andere sagen, hier irgendwie mit komisch neue Sachen, ich will mehr alte. Oder ich, also wir versuchen ein bisschen ein ausgewogenes Programm zu machen.
Und bei Back in Time muss man natürlich auch sagen, Michael hat nicht so viel Zeit. Ja. Und jetzt nehmen wir ja inzwischen Folgen übers Internet auf. Das macht es schon ein bisschen besser. Damit kriegen wir eine gewisse Regelmäßigkeit zumindest hin. Aber es ist auch nicht so, dass wir es schaffen würden, jetzt 2 Videos pro Monat oder so zu produzieren. Es ist halt auch ein bisschen aufwendiger, das Ganze. Ja. Im Prinzip, wir veröffentlichen Sachen tatsächlich so schnell, wie wir es schaffen, sie zu produzieren. Also inzwischen hat sich da eine gewisse Routine eingestellt. Und wir beide treffen uns halt am häufigsten und deswegen, und die Sachen, die wir machen, nehmen wir halt auch meist dann viele Folgen an einem Abend auf. Deswegen gibt's Retroplay halt am meisten, weil das auch am einfachsten zu produzieren ist und Spaß macht. Und es gibt ja auch viele, die sich das gerne angucken. Und wir machen es halt, also man muss auch sagen, wir machen ja das, was uns Spaß macht. Jetzt stellt sich die Frage, ja, musst du denn New School machen? Also du kannst ja die Frage, die ist erlaubt. Musst du das denn machen? Könntest du nicht gucken, irgendwie was anderes haken? Fährst du einfach dreimal dann noch zum Dennis Meer und machst mal. Naja, die Sache war ganz einfach. Wir haben zum Beispiel, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, den Lukas dabei. Für den Lukas ist Retro-Computing so attraktiv wie abends um 2:30 durch den Stadtpark latschen und singen. Der guckt sich halt auch mal Sachen an, die wir machen oder so. Der guckt sich mal an, aber wenn der das hinguckt, dann denkt er so, ja, also es ist schön und nett. Also es gab damals Schallplatten ohne mittleren Teil, die kann man hören, muss man aber nicht. No. Ja, so, und so ungefähr. Und der sagt dann, ja, aber wenn es dann neumodischen Kram gibt, den würde ich gerne mal aufnehmen. Mit euch gerne, von der Kamera weiß ich nicht und so. Und es macht aber, ja, also wir spielen ja auch moderne Spiele und da macht ja auch Spaß. Deswegen. Genau, und das ist auch so der Grundgedanke. Wir daddeln halt auch so neumodischen Kram. Ja. Und das bevor es hier Turbo-Torte hat gesagt, hier, jetzt muss ich mal wieder zurückrollen. Die Mischung macht es für viele was dabei. Ja. Cassandra Tanklis hat zugestimmt und Nexia fragt, habt ihr euch schon mal gedacht, dass ihr fast 6.000 Abos auf YouTube habt? Ich muss sogar sagen, ich habe es ein bisschen unterschätzt, wie aufwendig das ist, Publikum zu finden. Ja. Denn wir haben ja schon 1999 unsere ersten Videos gemacht. Ja. Und wir hatten für unsere, also da haben wir halt ein Video pro Jahr so ungefähr gemacht, Messeberichte. Und wir hatten beim 2001er Messevideo haben wir, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, aber mindestens mal 4.000 Downloads gehabt. Also 4.000 Aufrufe weit vor YouTube-Zeiten. Ja. Und was ich immer wieder lese, auch jetzt von Kommentatoren, noch, warum finde ich euch jetzt erst und so, es ist halt echt schwer, gegen diese Masse an Content anzukommen und das Publikum zu finden. Ich glaube, da sind noch ganz viele mehr da draußen, die Spaß daran haben. Ich habe ja gesagt, es wurden 5 Millionen C64 in Deutschland verkauft, 1 Million Amiga 500. Gehen wir mal davon aus, dass davon die Hälfte mindestens noch lebt und von denen haben vielleicht 10% irgendwie Spaß daran und dann haben wir ein potenzielles Publikum von 250 bis 300.000 und da sind wir noch lange nicht. Bis hier weg, ja. Ja, also da müsste noch was gehen. Ja. Und natürlich freuen wir uns über jeden Zuschauer und jeden, der kommentiert und überhaupt mit dabei ist. Was ich wirklich großartig finde, ist die Anzahl der Kommentare, die wir inzwischen bekommen und wie wohlwollend die Kommentare sind. Ja. Also ich muss sehr selten moderierend eingreifen. Deswegen hier das super, bitte weiter so. Macht uns auch Spaß, weil ich habe ja vorhin gesagt, wir leben auch von eurem positiven Feedback. Wir leben auch von, also nicht verstehen, ihr könnt auch sagen, ey, das und das finde ich doof, weil das ist voll erlaubt, ja. Aber natürlich gibt es immer wieder welche, die einfach nur sagen, alles ist scheiße bei euch. Ja. Das hilft nicht weiter, wir hocken dann. Oder dann anfangen, wirklich beleidigend zu werden. Ja. Und also Kritik, ich kann mit Kritik umgehen und wir können das auch diskutieren, auch wenn jemand ein bisschen, ich sage, wenn jemand im Ton ein bisschen unfreundlich ist, aber ich merke, da ist irgendwie Substanz an der Kritik dran, dann rede ich mit dem und dann ist das auch okay, auch wenn ich es mir anders wünschen würde. Wenn jemand wirklich nur rumpöbelt, wird der geblockt und fertig. Ja. Da habe ich, also dann mache ich vom Hausrecht Gebrauch. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es macht Bollen Spaß. Wir würden uns ja wünschen, dass wir mehr Abos kriegen. Wir freuen uns wie Bolle. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir die nächste Grenze, also die Grenzen sind so immer bei 500 mehr Abonnenten. Ich freue mich jedes Mal. Dennis teasert jede Woche einmal und sagt so, ey, habt ihr schon gesehen, das und das. So, und das sind die neuesten Kommentare. Ja, unser wöchentliches Er macht immer die Updates da dazu. Und das macht mich jedes Mal wirklich glücklich, sprachlos und glücklich, wenn ich
auch mit euch abends, wenn ich das erzähle, dann, ey, yo, ich war mit 100 Leuten, abends haben wir ein bisschen so gedaddelt, wo mich andere Leute angucken, wie 100 Leute. Also man muss sich das nur vorstellen, wie viele Leute das sind, aufgrund von so einer, sagen wir mal, so einer Aula, wie in der Uni oder so, wo die so alle so schräg sitzen. Genau, wenn ihr alle, die jetzt gerade noch zuschauen, wir gucken mal, wie viel es jetzt gerade noch sind. Aktuell sind es noch 58 Zuschauer. Also 60, wenn jetzt einfach fast 60 um Leute, die um 1 Uhr nachts um einen rumsitzen und uns zuhören. Ist doch super. Genau, also, gute Nacht an die, die sich jetzt schon verabschieden. Ich bin ein bisschen hinten dran. Du musst mal runterscrollen. Ja, ja, ich wollte hier noch, Nexia hat gesagt, man muss sich das mal geben. Es gibt auch Leute, die sich das auch noch alles angucken. Also alles. Ja, also es ist schon natürlich, genau, also guten Morgen an Densen 86. Nächstes Jahr, dass ihr nur jeden Monat eine Zeitung nehmt, finde ich richtig geil. Da merkt man, dass man sich noch Zeit nimmt. Ja. Das war bei Back in Time ging das. Genau, Martin spielt Assassin's Creed, viel Spaß. Hardware-Treffen cool, so wie ein LAN, nur mit alter Hardware. Ja, es gibt ja so Partys, die Dorico zum Beispiel oder auch die Homecon, wo wir schon mal gewesen sind. Da der Hagen war nicht da, der ist dann später gekommen, aber wir waren mit dem Rest von VD, waren wir auf der Homecon mal gewesen, haben auch ein Video darüber gemacht, ein Vor-Ort-Video auf unserem YouTube-Kanal. Ja, ich an dieser Stelle ist noch, ich werde dann immer gefragt, ja, warum kommst du da nicht hin? Naja, die Zielgruppen sind dann natürlich andere. Natürlich, wer geht da hin? Die Hardware, die wollen den Michael, die wollen den Dennis, die wollen diskutieren, ihr wollt antworten. Ich hock da. Die wollen auch dich, Hagen. Die finden mich sehr nett und die stellen sich dann vor mich und sagen so, Hagen, ich finde dich echt nett, ich höre mir das auch an, was du zu sagen hast. Aber vom Content her höre ich lieber Michi und dem Dennis zu, wo ich sage... Ja gut, du bist aber gut im Entertainment. Ich gucke euch dann an, sage, yo, komm, dann erzähl mir, was dir sonst Spaß macht. Alles gut, ne? Also, aber wenn du mich fragst, Hagen, bist du dann 5 Stunden da vor Ort und guckst dir an, die alten Dinger da, wo du keine Ahnung hast, was es eigentlich tut, ist so ein bisschen... da muss er schon sehr bespaßen, mich. Oldschool-LAN wäre cool, dann aber mit BNC-Kabeln und sowas. Und dann so mit Windows 95 rechnen oder so. Oder Null-Modem-Kabel, also Amiga-Spiele mit Null-Modem-Kabel. Genau, das ist Herr Alex. Also Leute, ihr könnt natürlich gucken und ihr könnt es geil finden, ihr könnt es schlecht finden, alles gut. Nächstes Jahr will den Hagen anfassen. Was toll wäre, wenn ihr einen Daumen hoch oder also sogar auch einen Daumen runter, wir gucken uns das genau an, welche Videos natürlich toll sind und nicht. Wir analysieren das auch, weil wir natürlich schon versuchen wollen, auch euch ein bisschen entgegenzukommen. Jetzt bringt ja auch nichts, wenn wir irgendwas machen, an dem wir Spaß haben und ihr findet es alle doof, dann machen wir es halt ohne Kamera. Ja. Also ruhig auch Daumen hoch geben, das zeigt uns auch, jo, passt. Auch gerne einen Kommentar, auch wenn es nur ein kurzer ist. Wir freuen uns wirklich. Und wir lesen sie alle. Ganz ehrlich und versprochen. Wir lesen sie alle. Ja. Auch wenn alle antworten. Aber genau, ich kann nicht mehr auf jeden antworten. Wenn es Fragen sind, versuche ich sie zu beantworten. Aber ich lese jeden Kommentar. Die Sachen, die YouTube zurückhält zur Überprüfung, da brauche ich manchmal etwas länger, bis ich gerafft habe, dass ich schon mal wieder nachgucken muss. Aber ansonsten. Wann kommt der 24-Stunden-Live-Blog? Nicht so bald. Ah, jawohl. Da müssen wir Schichtarbeiter machen, wenn wir sowas machen wollen. Genau. Hier wurde gerade gesagt, der Hagen zum Anfassen, der wird gerade rot. Ja, also ich mache da ein Selfie mit mir. Ja, habe ich schon. Also ganz deutlich, ich bin da voll offen für alles. Auf der Amiga 34 war es, wo Leute zu mir gekommen sind. Das war ja so lustig. Hat der Dennis das? Wir haben das schon mal erzählt. Ich erzähle es gerade nochmal. Wir stehen neben der Bühne. Auf jeden Fall. Und da sind ja ganz viele Leute, von denen ich auch begeistert war, weil die auch, also wenn man die vom, ich wusste nicht, wer die Leute sind, aber man hört dann, was die tun. So Rainbow Gute Arts Nacht, Nighthawk. So. Ja, Nacht. Und so Geschichten, ne? Und dann sitzen da ganz viele Leute da vor der Bühne und gucken der Bühne zu und alles ist gut. Und wir stehen so nebendran und auf einmal kommen da halt Fans und sagen dann, ey, darf ich mal ein Foto von euch machen? Und wir stehen und haben da die Fans in der Mitte, du machst ein Foto mit uns, lässt es machen, wir quasseln und machen und tun. Und irgendwann waren echt so, haben die ganzen, anstatt auf die Bühne zu gucken, zu uns rüber und dachten so, was macht die da? Was geschieht denn da? Und das war so geil. Und ja, wir machen das. Und ich mache ein Selfie mit euch, ganz ehrlich. Hagen zum Aufblasen hier. Ja.
genau. Die Plus-4 Rentner-Gang sagt, mach mal wieder was für den Plus-4. Ich kenne mich halt wirklich nicht richtig damit aus. Also ich habe einen und wenn mal wieder ein richtig cooles Plus-4-Game kommt, dann werden wir das sicher bei Retro Today mal vorstellen und irgendwann stellen wir auch den Plus-4 mal bei Back in Time vor. Aber gerade ist halt auch wieder mit, also Hagen und ich, wir treffen uns ja noch. Und wir treffen uns aber sonst mit sehr, sehr wenigen Leuten. Deswegen haben wir gesagt, das gönnen wir uns jetzt aktuell noch. Ansonsten andere, die haben wir das ja sehr eingeschränkt. Ja. Der Michael war jetzt auch schon lange nicht mehr hier in der Gegend gewesen. Und da ist das halt... Du hast dich, also den Markus habe ich das letzte Mal gesehen, echt gesehen, weit bevor du ihn noch gesehen hast. Also du hast ihn ja noch in den Augustaufnahmen gesehen. Mhm. Da war schon Zappe bei mir. Ich habe ihn, glaube ich, das letzte Mal gesehen im April. Vom Jan jetzt, der sowieso ein bisschen weiter weg wohnt, der ja. Aber da, also da ist so von wegen Treffen. Hier wurde gerade gesagt, für Selfie mit dem Hagen 20 Euro. Ich muss zugeben, wir haben, das darf ich ja auch mal sagen, ihr merkt ja, wir machen in den Streams und so immer wieder so ein bisschen Werbung für Patreon, für den Shop und so weiter. Ich muss zugeben, wir haben das ganz lange diskutiert, was wir tun, weil eine Sache wollen wir nicht. Also wir wollen euch das Gefühl geben, ey, wir machen was und wenn ihr Lust habt, uns Kohle zu geben, damit wir da ein bisschen mehr machen können oder ein bisschen was anderes, sind wir da hochgradig dankbar und finden es richtig gut. So ist es. Aber wir hauen euch nicht an für Geld, wenn wir nicht. So, dass genau, wir sagen, wir wollen auch nicht Content nur für Patrone. Ja. Also das, was wir jetzt gerade hier haben, ist etwas, das passt nicht, dieser Mitternachtstalk, so wie wir den hier tun, passt nicht zu unserem YouTube-Programm. Deswegen gibt es das nicht regulär auf YouTube, weil das einfach von der Art und Weise, wie wir unseren Kanal angelegt haben, das ist so ein bisschen mehr Backstage. Ja. Deswegen gibt es das dann, wenn es bei Twitch nicht mehr verfügbar ist, dann noch für die Patrone. Aber wir produzieren jetzt keinen Content gezielt nur für die Patrone, weil wir sagen, wir machen hier Content und wer uns unterstützen möchte für den Content, den wir tun, der mag das, der kann das tun. Wir haben das auch eigentlich nur gemacht, weil uns Leute angesprochen haben, haben gesagt, hier Leute, wie kann ich euch denn unterstützen? Ja. Und dann haben wir das einfach mal probiert. Ja. Und deswegen machen wir es. Und das war bei uns intern ganz heiße Diskussion. Patreon, sollen wir nicht. Und wir haben dann erst gesagt, wir fangen mit dem Shop an, weil wir dann, sagen wir mal, eine Gegenleistung auch direkt bringen. Also kaufst ja was von uns, wo du auch etwas in der Hand hältst, was wir sozusagen, wo wir einen kleinen Obolus für auch kriegen. Und dann haben wir immer gesagt, nee, wir machen auch Patreon, weil der Patron ist ja Mäzenentum. Unterstützer. So ein Unterstützer. Und wir haben gesagt, wir verstehen, dass Leute uns unterstützen wollen. Und genau so ist der Gedanke. Und deswegen ein Selfie machen für 20 Euro. Also wir freuen uns, wenn ihr macht. Und wenn du danach sagst, ey, yo, ich gehe auf Patreon und gebe euch 2 Monate lang 5 Euro dafür, dass du ein Selfie gemacht hast. Danach kündige ich es wieder. Voll in Ordnung. Weil dann verstehen wir das auch so. Aber wir werden jetzt kein Preisschildchen unten hinhängen und sagen, hier, ab jetzt, wenn ein Selfie wird, zack. Dafür freue ich mich auch viel zu sehr, euch zu sehen. Mein Gott, ich freue mich doch. Der Spaceman hat gefragt, ob ich eigentlich eine Vampire-Karte bekommen habe. Nee, bisher nicht. Ich überlege mir, eine für ein 1200er zu holen. Ich hatte mir, glaube ich, ich meinte, ich hätte mich eingetragen. Ich muss mal gucken. Aber es ist auch... ich habe jetzt als nächstes, die nächste größere Anschaffung, die ich geplant habe, ist erstmal eine ZZ9000 Grafikkarte. Die werde ich dann auch mal vorstellen, aber ich bin jetzt erst beim nächsten Batch drin, die irgendwie so im Anfang 21 oder sowas dann erscheinen wird. Das ist so eine Full-HD Grafikkarte für ein Amiga 4000, also geht auch im 2000er theoretisch. Ich werde sie in 4000er einbauen mit einem ARM-Coprozessor. Ist irgendwie, also eine Grafikkarte halt. Cool. Wenn Hagen den Hagen-Mundschutz aus dem Shop trägt, sieht man dann gar nicht, dass er eine Maske trägt. Der ist geil, oder? Der Dennis hat das gemacht. Das Ding ist geil. Ich hab's zu Hause, ich zieh's auch an. Meine Kinder finden's geil. Es ist der absolute Hammer. Dieser Mundschutz ist der, da hat der Dennis wirklich so, bumm, Volltreffer. Also, ich hatte ja auch angefangen, an einem Dennis-Mundschutz zu arbeiten. Dann hatte ich allerdings einen Plattencrash und dann habe ich wieder neu angefangen. Aber der ist gut. Man muss dazu sagen, meine Gesichtsform passt auch perfekt für diesen Mundschutz. Der Knubbelnose und da das die Backshake. Also super. Das
Spaceman, ja. Nacktkalender, das gibt's. Also alles hat seine Grenzen, ja. Also wir machen höchstens so vielleicht Platinenfotos oder sowas, ja. Aber von der nackigen Platine. Vintage-Retro-Kalender. Ja. Ein Musikvideo, so wie es Babsi von der Schminktipps. Wie heißt es? Ich habe schon wieder vergessen. Musikvideo, wir haben tatsächlich vor langer Zeit da schon mal drüber nachgedacht. Ich hatte, bevor wir wieder regelmäßig Content gemacht haben, hatte ich auch mal so Konzepte für so ein Jubiläumsvideo, wo ich gerne ein Musikvideo drin haben wollte, aber wir wurden, also der Markus hat sich mit einem Gesangsstück komponieren nicht wohlgefühlt irgendwie. Dann haben wir das nicht gemacht. Genau. Hier in Rot. Die Maske, Dennis, die Maske. Wo geht es noch, diese zu bekommen? Die Maske? Ja. Die Maske, die gibt es unter shop.virtualdimension.de, wenn er das meint. Die hast du auch immer unter den Videos als genau. Dingstext. Da könnt ihr einfach draufklicken. Ja. Unter jedem Video eigentlich. Ja. Und da gibt es die Maske. Und ich sagte, ich habe mich so beömmelt. Der Dennis irgendwann Hagen, ich habe da mal was vorbereitet. Hält mir das Ding vor die Nase und ich so, was? Und er hatte damals noch die Probemaske. Also der Dennis kauft dann auch immer und guckt mal, ob das überhaupt passt. Und ich ging ihm so bis da, so, nee. Und das Ding ist aber echt, so siehst du die Nase und so, ach herrlich. Richtig gut, hat richtig Spaß gemacht. Ja. Genau, das war ja, wo ich erst eine Maske designt habe und dann hat es lange gedauert, bis die geliefert wurde. Und dann war die im Shop und dann habe ich die bekommen und gedacht, das geht ja gar nicht. Und hab die dann nochmal neu gemacht und deswegen, ich glaube, einer von euch hatte eine gekauft und hat die jetzt am Autospiegel hängen. Also, sorry für die verunfallte Maske, aber das ist halt, es war nichts im Voraus zu erahnen und das dauerte dann halt lange, bis ich das Probeexemplar gekriegt habe. VD Adventskalender, hinter jedem Türchen ein Link zu einem Historyline-Missionsvideo. Ja. Ich hatte was überlegt, was Adventskalender-Kalenderiges zu machen, aber ich kriege das nicht mehr hin. Aber fürs nächste Jahr mache ich vielleicht was. Ich habe da so eine Idee. Er hat sich da mal was im Park überlegt, beim Spaziergehen. Mal was überlegt. Genau, der Andi hat die Maske in Version 1.0 und 1.1. Sehr schön. Da weißt du, wer sie gekauft hat, die eine. Macht ein Retro-Quiz über Discord und streamt es über Twitch. Oder springt auf den Among Us-Trend. Was ist denn der Among Us-Trend? Das müsst ihr mir jetzt mal erklären, Spaceman. Wie sieht es mit Giveaways aus? So, fragt Konsolendocs TV. Wir haben ja Giveaways für die Messen. Da haben wir zum einen unseren Prospekt, nenne ich das immer, unser Heft, Flyer. Unser Heftchen, wo auch ein bisschen was zu lesen wirklich drin ist, ein bisschen Hintergrundgeschichte. Also und aber so. Nichts Neues, was ihr nicht schon wisst. Ja. Jetzt. Ja, im Zweifelsfall der Text über unsere Geschichte gibt es auch auf www.virtualdimension.de und dann rechts oben über uns. Das ist ja mehr für Leute, die uns noch nicht kennen, dass die wissen, wer wir sind. Der Gedanke ist ja bei Messen, das ist ja unsere Zielgruppe, dann auch Leute zu akquirieren, die vielleicht uns dann mal so gucken. Ja, dann haben wir ja drei verschiedene Aufkleber. Ja. Und da sind wir auch am Gucken, vielleicht noch was Neues zu machen. Wir sind an einem Aufklebermotiv oder einem neuen T-Shirt-Motiv auch am Basteln. Ich hatte drüber gedacht, ich hatte mal überlegt, Bierdeckel-Games. Also so Basic Ten-Liner für ein C64. Ah, okay. Also die man auf die Rückseite eines Bierdeckels druckt und dann quasi Spiele als Bierdeckel, die man zu Hause eintippen kann und auf der anderen Seite halt so die Info, lad dir den Emulator rein und dann starten und dann eintippen und dann zocken. Mhm. Das hatte ich mal so als Idee, vielleicht machen wir das nochmal. Ja, ansonsten, es ist halt ein bisschen auch eine Geldfrage. Nervennüsschen wollten wir ja machen. Ja. Die hätten wir wahrscheinlich gemacht, wenn es Messe gegeben hätte. Das wollen wir als Giveaway machen. Ansonsten T-Shirts zum unter die Leute schmeißen. Dafür haben wir, das wird zu teuer. Genau. Scroll mal hoch, da waren ganz viele spannende Fragen und Dinge gewesen. Gehen wir weiter hoch, weiter. Da, stopp, da, irgendwie da. T-Shirts, genau. Wir haben T-Shirts, auch beim Shop. Also da könnt ihr auch T-Shirts, da gibt es auch welche mit VD-Aufdruck und Supporter und so. Nee, gibt's nicht. Ach, die gibt's nicht. Es gibt aber VD mit Historyline drauf auf dem Bauch oder Back in Time oder was gibt's noch? Es gibt den geneigten Zuschauer, es gibt Free Bob, nur noch eine halbe Stunde. Genau. Ladenhagen. Ja. Ad Astra. Ja. Genau, also es gibt da wirklich viele verschiedene, das macht auch Spaß. Muss man aber kaufen, aber da kriegst du auch die Größe, die du brauchst. Nicht so ein Giveaway-Wurf-Ding sie in S.
ja, weil es besonders günstig war. Among Us läuft über jedes Streaming-Portal, ein Spiel, was vor 2 Jahren rausgekommen ist und einen Multiplayer-Modus über das Internet bekommen hat. Also, es gibt so viel, was man machen könnte. Ja. Aber ich bin mehr so für Couch-Koop oder sowas. Ja. Da haben wir noch, da sind wir am Überlegen, ob als eines der nächsten. Ja, vielleicht so in der Serie, im Format Koop-Chaos irgendwie sowas in der Richtung machen, ja. Ja. Wie lief die Gamescom dieses Jahr? Kam das halbwegs an, auch unsere Beiträge? Keine Ahnung. Also uns hat es Spaß gemacht. Ja. Wir haben auch schon das, was wir dort im offiziellen Streaming-Programm haben, kommt ja auch auf unseren YouTube-Kanal dann. Zuschauerzahlen, keine Ahnung. Ich glaube, ich meinte gehört zu haben, die Zuschauerzahlen, die es gab, wenn wir auf unserem Twitch-Kanal gestreamt hätten, hätten wir wahrscheinlich mindestens die gleiche, wenn nicht mehr Zuschauer gehabt. Die Auswertungen sind da halt übel. Also kriegst da nichts ordentliches committed, was waren eigentlich jetzt die Zuschauer und so richtig. Ja. Also ja, ich glaube, es war die Gamescom, die digitale Gamescom, besser als nichts, aber das hätte man viel besser noch aufziehen können. Wir haben ja für den Retro-Bereich die gesamte Retro-Runde da gemeinsam was Ordentliches auf die Beine gestellt. Ja. Und wir haben ja auch wirklich von morgens um 10 bis um nach Mitternacht wurde da in der Retro-Area durchgehend gestreamt. Ja. Mit Leuten, die da schon routiniert sind. Top. Auch Leute, die das dann zum ersten Mal gemacht haben. Also da war viel Herzblut dabei. Dicker das war Daumen eine hoch. Also großartige Sache. Ja. Aber das offizielle Gamescom-Programm, da hätte, glaube ich, mehr und bessere Sachen hätte man sich da vorstellen können. Ja. Der Konsolendoc sagt, also T-Shirt kaufen, ja. Also wirklich, die sind auch echt, wir haben die auch gekauft und die sind gute Qualität. Das getragene T-Shirt an die Fans verkaufen, ja. Ja, das macht jetzt mit hier. Wir sind ja schon nach Mitternacht, aber wer sagt, nächstes Jahr, so langsam frage ich mich, ob du oder ich 2 Bier-Intus hat. Genau, ja, hast du schon recht. Ja, schon nach 1. Ja. Xander Taklis sagt, ich fand euren Gamescom-Stream super, auch wenn Dennis zum Ende hin echt fertig aussah. Echt? Also ich verstehe das gar nicht. Die Gamescom-Streaming-Woche. Ja, also wir haben ja nicht frei nur nach dem Motto, warte, da darf ich gerade. Frei nach dem Motto, er nimmt sich viel vor und an dieser, also für die Gamescom-Streaming-Woche hatte Dennis ein toughes Programm aufgerufen. Und das Problem war an der Geschichte eigentlich, das haben wir da auch ein bisschen gelernt, nicht das Streamen allein war das Problem, sondern du musst ja auch einmal alles vorbereiten. Das heißt, dieser Streaming-Tag ging ja nicht erst um 17 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr los, sondern wenn es gut ging, um 13 Uhr, damit du alles vorbereitet hast. Das heißt, du gehst nachts irgendwie um Uhr ins Bett und morgens stehst du irgendwie auf, frühstückst nochmal was, dann bist du fertig. Also der Bursche war einfach fertig. Ja, und ich war dankbar, dass ich Pause hatte. Und ich habe anderthalb Wochen vorher, bevor dem ersten Stream angefangen, alles vorzubereiten. Gut, ich habe dann auch noch die Sachen eingerichtet. Ja. Ich habe die Deckenhalterungen gebaut für die Kameras und geguckt, wie man das hier irgendwie an dem Streamdeck so ordentlich macht. Da habe ich das ja das erste Mal verwendet. Also es hat Spaß gemacht und vielleicht machen wir sowas. Ob es nächstes Jahr wieder eine physische Gamescom gibt, ich bezweifle es ja gerade noch. Also ich mag die Gamescom, aber nicht nur wegen euch oder wegen unserem Stand, sondern auch, weil ich mir das sonst so gerne angucke. Also ich bin da auch ehrlich, gucken wir das gerne an. Ja. Genau, haben Sie Urlaub und sind fertiger als nach der Arbeit. Ja, das bei der Gamescom mein Kollege passiert auch das gerne mal. Hat mein Kollege auch gesagt, Mann, Hagen muss jetzt auch wieder arbeiten gehen, dass du wieder erholen kannst, oder? Ja, du hast Turbo-Torte, Krebse kaufen, Nüsschen kaufen, Stromanbieter bezahlen, Stress pur. Ja. Und nächstes Jahr sagt, spätestens da muss es euch doch auch Klick machen, dass es ein bisschen viel ist. Der Vorteil ist natürlich, dass wir da viel Content produziert haben. Also der Hagen ist ja auch einige Tage auch früher gekommen und wir haben Videos aufgenommen. Ja. Also wir haben jetzt aktuell Content bis ins nächste Jahr hinein, also nicht alles, aber einiges schon mal vorproduziert. Das gibt mir gerade die Gelassenheit, dass ich halt auch mal eine Woche lang überhaupt kein Video schneide. Oder ich habe jetzt heute Nachmittag habe ich ein bisschen einfach vor mich hin programmiert oder sowas, weil ich nicht was machen muss, sondern wir haben jetzt vorgearbeitet und verwenden das dann einfach. Genau, und das ist, also da steige ich nochmal ein. Für uns, wir haben ja gesagt, wir machen Videos, weil es uns Spaß macht.
Heißt ja aber auch, wenn wir hingehen und sagen, wir wollen euch eigentlich schon was bieten und dass wir regelmäßig an einem Freitag einfach ein neues Video bieten, gucken wir natürlich in der Videovorschau, okay, bis zu welchem Freitag kommen wir noch? Und da war es zum Teil so, dass wir noch 3 Wochen hatten. Und wenn du natürlich nur noch 3 Wochen Luft hast, du weißt, der Dennis braucht 1,5 Wochen zum Schneiden und Machen und Deichseln und dann mit Verlinken und allem drum und dran. Und dann sagst du natürlich, oh, jetzt, wir müssen uns jetzt treffen. Jetzt wird Zeit, ja. Genau. Und also wenn du natürlich da 4 Monate Vorlauf hättest, dann sagst du natürlich, oh, ihr habt schon 4 Monate, dann schalt doch mal aus. Wo wir aber sagen, nee, das gibt uns die Luft, damit wir aus den 4 Monaten auch mal 2 Monate machen können oder wieder 5 Monate. Also so Spielraum. Weil genau das, was ihr sagt, oh, ist das nicht Stress pur, ist es natürlich auch genau das, was wir unbedingt vermeiden wollen auf der langen Sicht, auf der langen Bank. Und genau deswegen versuchen wir da auch so ein bisschen den Schwung zu kriegen. Bei der Gamescom, ja, das war grenzwertig. Hardcore, ja. Also das war grenzwertig. Wie gesagt, ich war dankbar, ich hatte frei. Der Dennis hat sich den Plan selber gemacht. Ich habe ihm 3-mal gesagt, Achtung. Er hat gesagt, nee, ziehen wir durch. Er findet es geil. Ich glaube, es hat uns auch allen Spaß gemacht. Aber es war schon nicht so schnippi. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ja. Also das nächste, was wir vorhaben, sind die Adventsstreams. Da haben wir schon in die Planung gegangen. Also wenn nicht jetzt irgend noch was ganz Blödes passiert, dann werden wir an den Adventssamstagen wahrscheinlich. Wir müssen noch gucken, ob wir mit dem Musikverein mit einer kleinen Abordnung auf dem Sternschnuppenmarkt spielen können, wenn es denn einen Sternschnuppenmarkt gibt. Mhm. Dann müssen wir mal gucken, ob das Samstag oder Sonntag ist. Und dann machen wir am anderen Tag dann die Adventsstreams. Genau, aber da, also auch das werden wir ja nutzen, um wieder Content zu produzieren, den wir dann zweitverwerten können. Ja. Genau. Ja, also das, wir versuchen es halt so zu machen, dass wir, also das, es gibt ja 2 Punkte, warum wir auch für eine gewisse Regelmäßigkeit versuchen. Ja. Also das zum einen, damit ihr, die geneigten Zuschauer, regelmäßig neue Sachen von uns bekommt und auch hier Konsolendoc.tv sagt ja hier, Monkey Island geht so schleppend voran. Ich habe da ein bisschen experimentiert damit. Also mehr als 2 Folgen Retroplay pro Woche wird dann auch wirklich anstrengend vorzuproduzieren. Eine Folge ist zu wenig. Ja. Und also wir haben ja schon mit Historyline quasi eine 3. Folge jetzt noch mit dazu. Das haben wir aber separat, weil es gibt halt Leute, die gucken gerne Historyline und andere sagen, habe ich schon 300 Folgen gesehen, jetzt langt's. Und wenn man dann quasi nur Historyline hat, dann wieder über 2 Monate ist dann auch blöd. Weg. Frei nach dem Motto, viel Auswahl. Genau. Ihr erinnert euch, ja. Früher hatten wir es so, dass wir montags jeden Montag das eine Spiel und Donnerstag das andere Spiel hatten. Das ging dann aber zu schleppend voran, deswegen gibt es halt jetzt 2 pro Woche und schneller wollen wir nicht, weil dann wird es. Sonst verlierst du wieder die anderen, die das vielleicht doof finden. Wir wollen ja, also gute Mischung. Aber jetzt nur für den geneigten Zuschauer. Ihr habt ja eben gehört, wir sind schon ein bisschen vorproduziert. Also ratet mal, ob wir mit Monkey Island schon durch sind. Ja, sind wir. Das gleich mal zu spoilern. Ja, wir haben es durchgedattelt, John. Genau. Und ich kann euch sagen, wir haben es geschafft am Ende. Ja, heute ist auch eine Stunde mehr Schlaf. Gibt es Abendcoding? Nee. Also ich habe mir, ich überlege ja immer, wie viel kann ich mir zumuten und wie viel nicht. Und ich habe gesagt, wenn ich samstags mit dem Hagen Livestream gemacht habe, dann gibt es kein Live-Coding mehr. Wenn ich Lust habe, setze ich mich hin und programmiere noch ein bisschen vor mich hin oder so. Aber mir macht ja das auch, Live-Coden macht mir ja auch Spaß. Und vielen Dank für eure Hilfe. Allein würde ich nicht so weit kommen. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn du einfach dann codest, wenn du Bock hast und wenn du nach 10 Minuten keinen Bock mehr hast, hörst du auf. Wenn ich zu einer bestimmten Uhrzeit live gehe und dann nach 10 Minuten sage, ich habe keinen Bock mehr, ist das auch blöd. Ja, also dann bin ich natürlich etwas freier. Deswegen habe ich gesagt, wenn wir samstags gestreamt haben, dann gibt es keinen Sonntagsstream. Aber die Woche darauf habe ich wieder vor, das zu machen. Konsolendoc.tv sagt, dann muss ich euch nochmal was sagen. Der Kai Pflaume mit seinem Kanal Ehrenpflaume kommt bald zu Besuch. Zu Besuch bei wem? Bei dir? Bei uns? Wie was? Habe ich nicht verstanden. Xander Tagnes fragt, ihr würdet am 19.12. was streamen?
Wir haben noch keine finale Planung gemacht, das muss man an der Stelle sagen. Mhm. Ja, wir haben vor, Adventsstreams zu machen und an der Ecke da irgendwo in dieser Größenordnung werden wir uns bewegen. Also das kommt halt darauf an, ob wir samstags oder sonntags machen, das wissen wir noch nicht. Wenn möglich, dann Samstag, dann würden wir da wahrscheinlich streamen, aber ich weiß, ich kann es jetzt heute noch nicht versprechen. Ja. Wieso haben wir jetzt Streifen da drumherum? Weil ich da, ich habe da geklickt. Ha! Spaceman sagt, es wird vielleicht wahrscheinlich keinen Weihnachtsmarkt geben. Ja, das ist nicht also bei uns wurde es schon abgesagt, alles was da ist, ja. Nexi hat eine Frage zu meinen neuen Lötkolben. Hat Jan einen gewischt bekommen? Taugt das Teil echt was? Ganz schöner Quantensprung von dem alten Totschläger auf dieses Feinmechaniker-Werkzeug. Ich komme gut mit klar, warum der Jan da eine gewischt bekommen hat, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe ihn jetzt zuletzt... Also, ich habe ihn eingesetzt, aber noch nicht mit, während ich verkabelt war. Also, das war ja... Wir haben da das erste Mal, wo wir mit Mikrofon verkabelt waren, wo er eine gewischt bekommen hat. Das muss ich noch mal, genauer anschauen. Aber hier der geneigte Zuschauer will ja wissen, taugt das Ding was? Also du kommst damit gut zurecht, du kannst ihn damit gut und du machst saubere kleine Punkte. Genau, das hat der wie heißt der? Ich vergesse immer den... Der Typ von Mythbusters, der Blonde. Der mit der Glatze oder der andere? Der Adam Savage. Ja, der andere. Genau, von Adam Savage Tested, der hatte den empfohlen. Und ich habe mir den geholt und ich bin damit ganz zufrieden. Ja. Wir haben gespoilert, Monkey Island. Ja, Entschuldigung. Ja. Ich muss zugeben, ich freue mich immer, also wir produzieren ja vor und ich freue mich immer, wenn jemand sagt, oh Hagen, komm beim nächsten Mal, bitte bei der nächsten Folge, mach das so und so, das gibt's doch gar nicht, du weißt doch Bescheid. Und dann macht der Hagen das in der nächsten Folge nicht. Naja, weil wir die ja natürlich an einem Abend zum Teil 4-5 Folgen aufnehmen, da kannst du also ich freue mich dann drüber, ich lese dir auch und denke, ja, ich verstehe dich, aber es ist schon durch. Sander Tag will wissen, ob er die Weihnachtsfeier von der Firma absagen muss. Ja, bei sowas ist die Antwort immer, ja, wenn du, für uns immer. Ja. Wenn du dir die Frage stellst, dann würde ich mal sagen, dann... Ja. Virtual Dimension, trag das bitte in Discord ein. Dass wir das streamen wollen. Ja, sobald wir es wirklich wissen, dann werden wir das überall eintragen und sagen. Wie viele Spiele habt ihr mittlerweile in der Sammlung? An Amiga-Spielen um die 400. An PC-Spielen sind es, ich weiß nicht, geschätzt irgendwas 150 oder sowas. Also der Dennis hat 4 laufende Meter Amiga-Spiele bis zur Decke hoch und ich schätze jetzt mal 3,5 laufende Meter PC-Spiele bis zur Decke hoch. 2,5. 2,5, Entschuldigung, 2,5 Meter. 380er Regale. Ja, also jetzt kannst du hochrechnen. Ja. Kleine Packung, und ein paar C64-Spiele noch. Oder ja, so, die hängen hier an der Wand und so. Also ja, ist ja Kleinvieh, weißt du, das passt so in die Ecken. Ja, Sonntag ist Football, ja. Ob ich den Lötkolben eintragen soll? Naja, es gibt jetzt muss ich mal kurz... Bei dem Shop bei uns, wie heißt der denn? Die ich suche doch gerade unter www.retrogear.de. Wenn ihr auf retrogear.de geht. Haben wir das auch unter dem Video stehen? Ich glaube ja. Das ist hier, aber das muss ich anders machen. Einen Moment. Ja, denn das frieselt da mal. Er möchte es mal zeigen. Aber ja, wir haben auch retrogear.de. Aus dem einfachen Grund, dass wir natürlich, der Dennis bespricht ja auch Bücher mal und die er mal zeigt und so weiter. Und wir haben gesagt, okay, die bilden wir auch ab auf der Seite. Und wenn man darüber kauft, der Preis ist identisch mit dem normalen Preis, glaube ich, ne? Ja. Aber da kriegen wir einen kleinen Obolus rüber. Also der gleiche Preis, nur kriegst du einfach was. Und da haben wir gesagt, ey, ist eine schöne Sache. Wenn du es sowieso kaufst, für euch hat es keinen Nachteil, für uns hat einen kleinen Vorteil, super. War so der ganz klassische da. So, da kann ich euch mal, da gehen wir hier auf den Knopf und dann machen wir hier Desktop? Ne, dann sieht man uns ja nicht. Ach so. Aber so sieht man uns. Also auf retrogear.de, das ist unser Amazon-Partnershop. Ja. Dort findet ihr so Sachen, die wir hier vorstellen oder hier auch Modellbausets zum Beispiel. Die Kobi-Geschichte. Genau, das ist das Schiff, an dem ich gerade rumbastle. Und da findet ihr in der Bastelecke
Dort findet ihr das Equipment, was ich benutze. Und rechts oben war, glaube ich. Da. Nee. Wo hab ich was ist denn das für ein Ding da? Das ist meine Reflow-Station. Hatte ich den nicht hinzugefügt? Da muss ich nochmal. Oh mein Gott, Dennis, hast du ihn nicht? Was ist das da? Das da, das ist ein Logik-Tester. Muss ich nochmal hinzufügen hier. Also jedenfalls, hier findet ihr so Sachen, die ich in der Bastelecke, das Werkzeug, was ich in der Bastelecke finde. Ich habe doch hier, vielleicht gibt es das Angebot nicht mehr, weil hier sind die Lötspitzen. Und dazu gab es auch einen Lötkolben. Vielleicht, genau, ein neues Angebot. Muss ich nochmal gucken. Ja. Also hier gibt es auch PC-Spiele, die wir vorgestellt haben, Modellbau, Eingabegeräte, Kostüme. Also hier gibt es zum Beispiel so Kostümteilchen. Frei nach dem Motto, vorhin haben wir darüber diskutiert, was alles Schlimmes passieren kann. An der Stelle ist das Icon einfach zu weit rechts gerutscht. Ja, so kannst du bleiben, Dennis. Ja. Ja. Studiotechnik, hier war das. Rüber. Ich habe ja jetzt dann mehr Platz sozusagen. Da ist das Stream Deck, was ich gezeigt hatte. Komm mal hier rüber hier, du kannst mehr rüber. Du kannst mir ich kann auch Stuhl. Einfach du hier. Du kannst auch jetzt verschieben, meinst du? Oh mein Gott. So. Oh mein Gott, er hat es on the fly live. Warum gibt es da keine Amiga-Spiele? Weil der Dienstleister, über den wir das machen, keine Amiga-Spiele führt. Deswegen gibt es da keine. Ja. So. Drück hier, mal zurück da. Jetzt wieder da. Zurück zu Lück. Logiktester, was macht man mit dem Ding? Logiktester prüft man, welches logische Signal an einem bestimmten Punkt anlegt. Also ob da... Ob Nullen und Einsen durchkommen. Genau. Ja, sag doch das. Ja. Das verstehe ich. Ob da nur 0 anliegt oder nur 1 oder ob es zwischen 0 und 1 hin und her schwankt. Das verstehe ich. So die ganz, ganz grobe Kommentare. Sag doch das so, dass ich es verstehe. Dann versteht das doch jeder andere auf jeden Fall. Immer noch keine Liste, was er so an Spielen hat gemacht. Ich bin noch nicht fertig. Es gibt unter... Was hat er denn jetzt hier wieder gemacht? Also. Ich suche. Er tippt. Na, irgendwo muss man doch hier, Moment, ich gucke, muss ich woanders gucken? Hier war gerade die Frage, ich dachte, der große Versandhändler hat einfach alles. Ja, aber man muss da aufpassen, die verkaufen Neuwaren oder gebrauchte Neuwaren. Das heißt, wenn es das nicht mehr in neu gibt, dann verkaufen die es einfach nicht mehr. Ja doch, es gibt auch zum Teil da Angebote, aber ich sag mal so, die neuen Spiele, die... Hat einfach da bisher keiner reingestellt. Also könnte man machen, aber gibt es da halt nicht. Und wir machen das jetzt auch nicht selber. Also wir können natürlich jetzt selber irgendwo Spiele bei APC und TCP kaufen und bei Amazon wieder verkaufen, aber was soll das denn? Ja, und man muss da also ganz deutlich sagen, wir wollen natürlich keine Lager vorhalten und keine Ahnung was. Das ist alles nicht unseres. Wollen wir gar nicht. Alles gut. Ja? Und deswegen machen wir das an der Stelle nicht. Ja, was machst du da eigentlich gerade? Ich war hier so, hier, Sammlung. Auf RetroPlays. Dort gibt Möchtest es... Möchtest du es mal zeigen? Ich zeig ja schon. Auf RetroPlays, das ist ja so eine kostenfreie Datenbank, wo man seine Spiele erfassen kann. Da habe ich mal angefangen. Das Problem ist, dass da die Datenbank zum Teil etwas löchrig ist. Und ich will das ja dann auch gleich immer richtig machen. Das heißt, wenn da ein Spiel fehlt, dann erfasse ich das halt und dann scanne ich das und das dauert halt einfach und dann müsste ich irgendwann mal weitermachen. Ich habe einen Teil meiner Sammlung drin. Also ein Teil das ist hier ein Teil meiner Amiga-Spiele und für einen nicht unerheblichen Teil habe ich die Cover auch selber hier gescannt und hochgeladen. Genau. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Wie gesagt, ich habe so um die 400 Amiga-Spiele und hier sind, wie viel sind da jetzt drin? 138, glaube ich. 138, ja. Ja. Genau. Der nächste Jahr fragt zu dem Logiktest ein kleines Ostzi. Naja, du siehst halt bei einem, also es ist jetzt ganz rudimentär, ein Oszilloskop kannst du halt sehen, wie so ein Frequenzgang ist und wie etwas zwischen 0 und 1 hin und her pendelt.
Und mit dem Logiktest, da siehst du halt nur, dass es pendelt und nicht wie und in welcher Frequenz und wo genau und so weiter. Das ist halt die wirklich die ganz rudimentäre Fassung davon. Der Zwiebelgeist sagt nur kurz, naja, da DOS. Oben in deinen Quicklinks ist natürlich ein Ordner, der heißt DOS. In den Quicklinks? Ja, neben dem Return-Quicklink. Was habe ich denn da drin? Da gucke ich jetzt mal erst, was ich da drin habe. Genau, das sind Links, wo man DOS-Spiele bekommen kann. Die Sache ist natürlich schon so, wir bereiten uns natürlich vor und wir gucken natürlich immer, wenn der Dennis das Original hat, versucht er natürlich dann, wenn wir ein Retro-Game machen, das ist jetzt aber eine Überleitung, das ist nicht bezogen auf DOS-Game im Speziellen, versuchen wir natürlich, wenn wir das im Emulator laufen lassen, weil einfacher zu handeln für die Aufnahme, versucht er natürlich dann eine gute Quelle zu finden. Und das ist jetzt nicht so, tipp bei Google ein und sei glücklich, weil du hast was, sondern du musst schon ausprobieren und gucken. Deswegen, wenn du da mal eine Seite hast, die auch Qualität hat, dann wird die natürlich sofort verlinkt. Ja. Konsolendoc, ich habe nicht, er sagt jetzt gerade, was haltet ihr davon, wenn wir mal Spenden verlosen? Das habe ich nicht verstanden. So nach dem Motto, wir machen ein Gewinnspiel und es schicken Leute was wir dann verlosen. Habe ich das so richtig verstanden? Wichteln quasi. Okay. Also, wer jetzt so müsste jetzt Konsolendoc nochmal sagen, wir das richtig verstanden haben. Sachen, die keiner mehr haben wollte. Ja, richtig. Ja, ist halt aufwendig. Also, ich sage jetzt mal nicht nein, aber jetzt müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir irgendwann. Es gibt ja Weihnachtswichteln beim A1K-Forum zum Beispiel, da habe ich mich jetzt auch mal angemeldet. Wäre was für ein Gaming-Treffen. Ja. Also, wir können natürlich, wenn wir ein Virtually Mentioned-Fan-Treffen machen, dann machen wir da auch ein Wichteln. Das heißt, wer möchte, kann ein Paket mitbringen und er darf sich dann am Schluss ein Paket mit nach Hause nehmen. Dann, das können wir ja vielleicht machen. Also, mal schauen. Das ist mal als Idee gespeichert. Der Nexia hat, dafür danke ich an dieser Stelle explizit nochmal gesagt, Achtung, Gewinnspiele unterliegen dem Glücksspiel. Ja, deswegen wichteln, weil das ist ja kein Gewinnspiel. Genau, ich wollte es ja nur sagen. Also, sehr, sehr vielen Dank also für den Hinweis, weil auch solche Hinweise sind natürlich für uns wertvoll, weil wir denken jetzt auch nicht an alles und sowas ist schon hilfreich. Ja. Einfach das mal einzuwerfen, das ist auch gut, ja. Zwiebelgeist sagt, Conquest of the Longbow. Einer der liebsten Sierra-Spiele, Amiga-Version, hat er wohl grausame Ladezeiten, also von Diskette spielt man das bitte nicht. Aber Conquest of the Longbow hatte gute Grafik. Das hat den extra Half-Bright-Modus genutzt mit 64 Farben und sah bedeutend besser aus als zum Beispiel ein Space Quest 4 oder so, wo die Grafik sehr schlampig runterkonvertiert war. Aber Conquest of the Longbow, ich sag mal so Konfiguration Amiga 1200 mit Festplatte, dann da spielt sich das gut. Auf dem Amiga 500 von Diskette vergesst es einfach. Genau, bei YouTube machen das sehr viele. Das Wichteln. Ja. Ja, ich will, um Gottes Willen. Wir wollen ja gar nicht sagen, kommt für uns nicht in Frage, um Gottes Willen. Ja. Soll nicht. Manche Leute, also wir haben auch schon Kommentare gehabt mit, oh, ihr packt da immer bei Retro ausgepackt Sachen, die Leute euch schenken und das ist ja unglaublich, Wahnsinn und bla. Man muss dazu sagen, wir freuen uns wie Bolle. Es ist also wirklich, die werden auch wirklich, wir spielen das nicht, sondern ich freue mich wirklich, wenn wir das. Wir stehen oft genug da sprachlos im Sinne von. Okay, krasse Sache. Und jetzt ist es aber so, dass wir manche Sachen natürlich auch doppelt haben. Auch der Dennis kauft auch manche Sachen doppelt, muss man auch sagen. Das schon mal. Kann schon mal passieren, oder Konvolute an der Geschichte. Und dann versucht der Dennis natürlich einzutauschen gegen andere Sachen. Also deswegen, auch wenn da was dabei ist, was sozusagen doppelt ist, wird das auf jeden Fall so umgewandelt, dass das ein Mehrwert ist, auch der dann später der Sammlung, also euch dann, weil wir natürlich breitere Bandbreite dann auch bieten können, wieder zugutekommt. Wobei natürlich auch nicht alles, was ihr uns schickt, dann zwangsweise bei mir landet. Manche Sachen verteilen wir dann auch innerhalb von VD, sei es Hardware oder auch Games oder sowas. Ja. Also das,
Das meiste bleibt natürlich hier, aber da haben dann auch die anderen VD-Jungs durchaus was davon. Ich erinnere nur an dieses, die Schutzhaube, wie hieß das Ding? Die Staubschutzhaube, ja. Genau, die hat der Michael gekriegt. Ja, der hat sich auch gefreut, der hat gesagt, oh, das habe ich schon die Ewigkeiten gebraucht. Und ich so, ey, super, hat sich ja perfekt angeboten. Ja, Zwiebelgeist, ich gönne euch die ganzen Sachen echt von Herzen, da landet es in guten, wertschätzenden Händen. Ja, ich habe ja schon, also mir ist ja so, so in dem Alter, wo man auch mal drüber nachdenkt, irgendwann ist man ja nicht mehr, was passiert denn dann mit dem Zeug? Ich habe Maren gesagt, du kannst quasi mit dem Zeug dann machen, was du willst, aber nicht auf den Müll werfen, entweder verkaufen oder verschenken an irgendjemanden, der Spaß daran hat. Ja. Und aber weggeworfen wird nicht. Ja, also dann lieber, dass es einfach in gute Hände kommt, wo jemand, der es wertschätzt. Es gibt ja auch Leute, die sich irgendwie alte Games angucken auf YouTube und zocken das und sagen, was ist das hier irgendwie komisch, Mist, nächstes. Also wir nehmen uns ja auch bei Spielen, wir haben ja auch schon Spiele gespielt, die jetzt nicht so toll waren. Ich erinnere da an, welches war das Highlight? Komm. Das absolute Low-Level-Highlight. Welches fandest du richtig übel? Also richtig übel. Also richtig übel fand ich The Dream of Rowans. Was war The Dream of Rowans? Mit dem Jan. Mit Markus. Ging an mir vorbei. Nein, ich dachte jetzt. Also eins, wo wir uns ein bisschen angestrengt haben, war Wanted. Ja. Wobei, das fand ich aber ganz witzig. Ja. Also es war noch witzig. Aber Apollo fand ich ganz übel. Apollo 18? Ja. Ich fand das früher so toll. Ich fand das so übel. So ganz übel. Und weil wir vorhin drüber geredet haben, auch die Star Wars Spiele sind grenzwertig gewesen. Also für Omar war es noch gerade so okay. Aber es war schon, also Kurve gerade so rumgeschraubt. Kennst du das, wenn der Ball so ganz knapp ins Tor noch fliegt? So ungefähr war das da, ja. Xander Tag, das sagt, ich sollte mal ein paar doppelte Sachen im Discord in die Tauschbörse packen. Ja, ich muss es halt mal, das ist so... Ich habe eine Riesenliste von Sachen, die mal getan werden müssten. Ja. Genau. Die Pappkartons werden auch gesammelt. Nichts wird weggeworfen. Ja. Ihr wollt nicht in unseren Hausanschlussraum schauen, was da an Versandkartons lagert. Ich muss demnächst mal die schon zu oft hin und her geschickt wurden, einfach mal platt machen und wegschmeißen. Ja. Aber Zwiebelgeist hat eine gute Frage, Dennis, an dich. Sag welches mal. Spiel genießt ihr heute, das ihr früher überhaupt nicht mochtet? Also soll ich da mal zumindest einen Anfang machen? Also, das wäre gar nicht mal, also, es gibt ganz klassisch, Dennis guckt mich an und sagt, Hagen, ich habe da so ein Spiel, das habe ich gespielt, das ist richtig geil. Und ich so, nie gehört, lass ausprobieren. Ja? Oder ich komme in der Ecke und sage, oh, geil, das Game. Dennis guckt beim Ausgepackt so, oh, bin ich happy. Und er so, habe ich nie gehört. Also, das gibt's schon. Ja, also Sachen, die man nicht auf dem Schirm hatte und die daddeln wir dann und finden es geil. Dass der Dennis um die Ecke kommt und sagt, Hagen, ich habe da ein echtes Scheißspiel, was ich total furchtbar fand und ich würde es gerne mit dir probieren, damit wir mal sehen, ob es wirklich so schlecht war. Das widerspricht so wieder unserem kleinen Gedanken von vorher, wir machen nur das, was uns Spaß macht. Deswegen ist da die Wahrscheinlichkeiten eher gering. Außer jemand sagt wirklich, das Spiel musst du daddeln, das ist richtig gut. Und dann gucken wir es an und sagen, okay, dann also wir haben einfach zu viele Spiele, die wir... Also zu viele gute Spiele quasi. Es gibt natürlich auch ein paar, die ich jetzt in die Sammlung genommen habe, die ich nicht gespielt habe. Und jetzt muss ich mal überlegen, was gibt es denn an Retro-Spielen? Ich muss mal kurz in unsere Planung gucken, dass ich irgendwie noch eine Chance habe, was wir eigentlich schon so alles gemacht haben. Und was ich da von früher noch nicht gespielt hatte. Ich guck mal gerade. Wo ist es hier? Da. Mir fällt keins ein, ich darf das ehrlich sagen. So, also Jim Power zum Beispiel, das hatte ich früher nicht gespielt. Das haben wir Anfang des Jahres gemacht. Das war jetzt aber, es war okay, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt hatte, oh, Hidden Gem, warum habe ich das nicht schon... Golden Axe? Golden Axe habe ich früher gespielt, fand ich früher schon gut. Was haben wir dieses Jahr noch so gemacht? Ich habe eher so die Sachen, die wir ausprobiert haben, wo ich dann sage, naja, also Gauntlet 2 zum Beispiel, das war irgendwie ein bisschen anstrengend. Stimmt, das kommt auch auf die Highlight-Liste. Ja. Neben Star Wars und Apollo. Ja. Das war auch ganz knapp so rumgeschrappt. Ja.
So, was haben wir denn 2019 gemacht? Xenon. Was habe ich mit dem Jan gemacht? Ah, da, ich habe ein Beispiel. Ja? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Du darfst, Du ja. darfst. Also, man stelle sich vor, da sitzen der kleine Michael, der kleine Dennis, der kleine Markus und der kleine Lukas und sagen: Oh, wir wollen Minecraft spielen. Hagen, mach mal mit. Das wird bestimmt lustig. Und der kleine Hagen sagt: Ihr seid meine Kumpels. Ich Dann tue ja probieren wir fast das alles für aus. euch. Ich mache fast alles für euch. Aller hopp. Der geneigte Zuschauer, ihr werdet es auch geguckt haben, vielleicht. Ich hatte Spaß, weil die Spaß hatten. Also muss man ganz klar sagen. Wenn du mich also fragst, Hagen, spielst du Spiele und hast die vorher gedacht, oh, sind die nicht so deins und hast dich dann überzeugen lassen, dass es deins ist. Ich muss zugeben, an dieser Stelle war es etwas anders. Ich habe vorher gedacht, so, oh, das ist nicht so meins. Hab's gespielt und kam danach zu dem Schluss, oh, es ist nicht so meins. Aber ich habe es gespielt, ich habe es ausprobiert und ich hatte Spaß, weil die Spaß hatten. Und weil ihr hoffentlich Spaß hattet. Ja. Ansonsten, ich bin jetzt mal die Liste durchgegangen. Also ich glaube, es gab, ich glaube, ich kann sagen, es gab kein Spiel, von was ich nicht gespielt hatte schon vorher, wo ich skeptisch war und hinterher gesagt habe, oh, es ist der absolute Burner. Doch, ich weiß ein Beispiel, Dennis. Jetzt hau ich ihn raus. Jetzt hau ich ihn raus. Jetzt, ich täusche ich an, ich täusche an, ich täusche an, dann schießt ein Tor. Mac. Ich sagte Burner. Das war was, Burner. Burn in hell. Ja. Ja, auch das war jetzt nicht übel, aber es war jetzt Es auch. war aber knapp an übel. Es war Ja. knapp an übel. Glücke, So. Mac, hier, Turbo-Torte sagt sogar. Wir Heute waren würde ich das krass nicht Bildschirm, mehr. ich habe den Chat nicht gesehen. Genau. Scroll mal hoch, wo waren wir da gerade? So, Golden Eggs, da ist Hagen zu ausfallend geworden, genau. Echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Da war ich echt Andersrum, so. was haltet ihr heute nicht mehr aus, war aber damals ein echter Liebling. Defender of the Crown, das hat mir wehgetan. Das irgendwie. Das hat mir weh. Ich habe das geliebt, das weiß ich. Ich habe das gespielt wie, also richtig hübsch. Und dann spielen wir das nicht. Ich denke so, was ist das denn? Wurden da ja auch fertig gemacht wie sonst was. Also das war wirklich, das hat mir echt wehgetan. Ja. Genau, Xandotaklis sagt, Minecraft geht auch voll an ihm vorbei. Ja. Ich muss zugeben, am meisten Spaß hat mir, darf ich diese Anekdote erzählen? Xandor, falls du das nicht geguckt hast, guck dir das mal an. Wir gehen dahin. Und eigentlich ist es so, der Dennis, also die Jungs haben gesagt, wir spielen das so und Hagen, wir sagen dir ja, was du machen musst, aber eigentlich renn doch erstmal rum und guck dir mal alles an. Und ich renne da rum und denke auf einmal, ein Kaninchen! Und Der renne ich diese Kaninchen gejagt. Kaninchen hinterher und mach das so platt und hab so Spaß dran, einfach an mir selbst und der Welt und sonst gar nichts. Und dann steht auf einmal so ein Viech vor mir. Und ich denke mir, was denn das? Bring ich um. Bring ich um. War Das so ein war Viech unser mit vier Beinen. Lastesel. Es war irgend so ein Vieh mit Bären, was da vor mir stand. Auf jeden Fall rennen wir dann hin und her und blau und irgendwann kommt, sag mal, wo ist eigentlich unser Lastesel hin? Und ich so, ups. Und dann Nein, so, das, wir haben das dann gibt's gar hinterher. nicht. Und dann wurde tatsächlich später, der Lukas hat das Video aber genau an den Punkt analysiert und hat gesagt, Hagen, das war's nicht. Aber der hat genau geguckt, sonst hätte ich nämlich im Nachgang muss. Ja. Ja. Ja, hier plus vier Rentnergängen sagt, er hat nach dem Kauf des ersten PCs das ganze Amiga-Zeug verschenkt. Wahnsinnig viele Spiele dabei, hätte er mal behalten sollen. Ich bin ja so ein. Also, Messi wäre jetzt falsch gesagt, weil bei mir ist Ordnung. Ja. Und ich habe gerne Sachen ordentlich im Regal stehen. Aber ich kann mich schwer von Sachen trennen. Deswegen habe ich meinen allerersten Computer, den ich auch nur 3, 4 Monate hatte, den habe ich damals verkauft, weil ich halt auch das Geld gebraucht habe. Als ich den C64 gekauft habe. Aber sonst habe ich, was habe ich weggeworfen? Ich habe mal in einem Anfall von, du musst mal ein bisschen irgendwie irgendwas ausmisten, habe ich ein paar alte Computerzeitschriften, die ich nie so wirklich gelesen hatte, Amiga-Zeitschriften mal weggeworfen. Und ich habe auch, ich hatte von meiner Tante damals leere Spieleschachteln bekommen.
Die habe ich dann auch irgendwann mal entsorgt, weil was soll ich mit den leeren Schachteln? Bis sie mir dann den Inhalt der Schachtel auch noch gegeben hat und ich die Schachteln schon weggeschmissen hatte. Das war dann irgendwie ein bisschen, ja, das hat mich geärgert. Aber sonst habe ich echt alles aufgehoben. Als ich auf dem Amiga umgestiegen bin, haben wir damals mein C64-Zeug in Kisten verpackt, im Keller gelagert und dann habe ich irgendwann die Kisten da einfach wieder rausgeholt. Ja. Konsolendoc.tv sagt, er hat einen alten Computer zu Hause, wo keiner weiß, was das ist. Wäre das was für euch? Immer. Die Antwort wir gucken ist, uns das ja, gerne immer. Mal an und versuchen ja. was auch dazu herauszufinden. Ja. Zwischendurch war noch, wir sollen mal Sierra-Spiele machen. Ich habe ja mir zum Ziel gesetzt, alle Sierra-Games, die es für den Amiga gab, zu besitzen. Und ich habe, mir fehlen anderthalb Spiele noch. Ich glaube, ich habe 30 oder sowas. Mir fehlt noch die Nicht-Budget-Variante des Remakes von King's Quest 1. Ich habe die Budget-Variante, aber die quasi Nicht-Budget-Variante des Remakes von King's Quest 1, ich habe die noch nie in freier Wildbahn gesehen. Ich habe Fotos gesehen von der Amiga-Schachtel, es muss sie geben, aber ich habe es noch nicht gekriegt. Und von Mixed Up Mother Goose gibt es wohl zwei Varianten und ich habe nur eine davon. Ich glaube, ich habe die SCI-Variante und die AKI-Variante habe ich nicht. Habe ich aber auch noch nie in freier Wildbahn gesehen. Alle anderen habe ich. Und wenn wir, ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, das nächste LucasArts-Spiel, was wir machen werden, ist Indiana Jones 4. Und bevor wir dann die PC-Sachen weiterzocken, wollte ich gerne auch mal was von Sierra machen. Und ich würde ja gerne das machen mit dem, wo es damals Spiele, 6 Spiele gab, und zwar die Teile 1, 2, 3, 5, 6 und 7, und der vierte Teil ist nie erschienen. Und der geneigte Zuschauer weiß, dass ich sie nie gespielt habe, aber weiß, wovon er redet, weil er es mir lang genug erklärt hat, immer bei den Ausgepackt-Videos. Genau, also ich bin auch schon, gucken, ich will mir noch so einen weißen Freizeitanzug irgendwie noch zulegen dafür, also das... Das wäre, was ich gerne mal machen würde, weil das habe ich tatsächlich auch damals gespielt. Mal schauen. Kann Mystery House auch für den Amiga raus, fragt Zwiebelgeist? Nein. Bin ich sicher. Kann man aber im Scum VM, glaube ich, spielen. Hat jemand einen Tipp, wo man einen 486er bekommen kann, ohne sich zu verschulden? Ich habe keine Ahnung. Mal... in der Runde fragen irgendwie. Oder hier eBay war einer für 50 Euro Sofortkauf drin, sagt Nexia. Genau. Spaceman sagt Larry 1, aber die erste Version. Die allererste Version war ein Text-Adventure. Die gab es aber für den Amiga nicht. Das war ja ein Text-Adventure 1980 erschienen. Softporn hieß das. Und Al Loaf hat aus diesem Text-Adventure dann ein Grafik-Adventure gemacht. Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards. Und davon gab es ein Remake in besserer Grafik. Und davon gab es ja neulich vor 4 Jahren oder so, nochmal ein Remake in Full HD. Was ich natürlich auch habe, allerdings nur die digitale Variante. Aber ich weiß schon jetzt, was für Diskussionen gibt, wenn wir ein Spiel vorstellen wollen, was Softporn heißt. Ich glaube, da gibt es bei uns sehr eindeutige Meinungen dazu im Team. Ja, das können wir trotzdem mal ansprechen. Aus reiner Freude. Aus reiner Gehässigkeit. Ja. Du merkst dir das, weil ich vergesse es. Aber ich möchte das mal diskutieren gern. Ja. Ja. Ärzte aufsuchen, die haben öfters noch so alte Kisten dastehen. So 486er oder sowas, ja. Wet Dreams, oh ja. Das hast du, glaube ich, ne? Wet Dreams hast du. Das kommt mir bekannt vor. Ist das Wet Dreams? Ja, das war das mit dem Mädel auf der Frontseite. Du bist ja so ein rosa Touch, so lila rosa Touch, glaube ich. Die Schachtel. Wenn das Wet Dreams hieß, also ich habe das als CD-Version. Das war einer der letzten, also einer der späteren Amiga-Spiele habe ich auch, ja. Spießer hat das nichts mit zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass während in meinem Bekanntenkreis das nicht so ist und auch beim Dennis im Bekanntenkreis nicht so ist, ist es in anderen Bekanntenkreisen so, dass auch jüngere Familienmitglieder oder Freunde der jüngeren Familienmitglieder und angehängte Familien unseren Stream gucken, beziehungsweise unsere YouTube-Videos und dann in Diskussionen kommen, wo sie keinen Bock drauf haben.
Genau, wenn die Eltern von den Freunden der Kinder dann ankommen mit, was macht ihr denn da für einen Scheiß? Ja, ist das eine Diskussion, wo du keinen Bock drauf hast. Ja. Das verstehe ich auch. Also. Ah nee, Wet Dreams, das war von Larry, das neue. Ah. Hat er als Big Box PC. Ich suche ja, also ich suche ja noch die Big Box. Ich habe irgendwo ein Angebot gesehen für viel Geld. Mhm. Genau, das wollten wir auch mal. Das wäre auch was für Made in Germany, wollten wir das mal machen. Mhm. Das andere, nee, Wet the Sexy Empire. Ach, du. Sexy Empire, das ja, da, ja, genau, aber ja. Wet, ich kann mir ja nichts merken, aber das ist ja. Ja. Hollywood Poker, das muss ich zugeben, ich persönlich hätte Spaß dran und ich glaube, ihr auch. Aus reiner, also da ziehen sich ja irgendwelche Mädels aus beim Poker, also nicht nur, dass ich eine super Niete also beim Poker bin. Wir können bin, natürlich das, auch, wir aber können da ja siehst auch Videos, ja nichts. Wir können ja auch Videos als ab 18. Ja. Aber markieren. Ich glaub mir, die werden gar nicht als, also du guckst dahin, da siehst du nichts bei diesen Frauen, weil das so grob verpixelt ist. Du Samantha grob, Fox Trip ja, ist doch so irgendwie so grob. Also das wäre noch, das wäre aber eine lustige Sache, ja. Aber die können wir dann markieren, ja. Ja. Wet Dreams Don't Dry ist gerade, ich glaube, gestern oder vorgestern erschienen. Ja. Ist gerade rausgekommen. Ja. Ja. Das ist der zweite neue Larry-Teil. Also es gibt ja Leisure Suit Larry, In the Land of the Lounge Lizards ist der erste, dann haben wir den zweiten Teil Looking for Love in Several Wrong Places. Leisure Suit Larry 3 ist Passionate Patty in the Pursuit of Pulsating Pectorals. Der fünfte Teil, wie hieß der? Passionate Patty Does a Little Undercover Work. Dann gab's der sechste. Wie hieß denn der sechste? Da habe ich den Titel echt vergessen. Der siebte war Love for Sale oder Yacht nach Liebe. Eine sehr schöne Übersetzung. Und dann gab's diese komischen Larry, sein Neffe, mit die Spiele mit seinem Neffen, die kein Mensch gebraucht hat, so auf der Highschool irgendwie so zwei furchtbare Spiele. Und jetzt ist ja von dem einen Studio in Wiesbaden neue Larry Adventures erschienen, wirklich mit Larry Leffer wieder. Wet Dreams Don't Dry und Wet Dreams Dry Twice. Das werden wir auch uns dann mal auf unserem New School Kanal, glaube ich, mal anschauen. Hollywood Poker wurde gerade noch erwähnt. Heute kann man sich es kaum noch angucken oder lacht sich kaputt. Ja, das ist genau so. Und das wäre ja auch das Lustige, wenn wir sowas machen würden. Genau. Wieso müssen eBay-Auktionen immer sonntags abends enden? Naja, weil nicht da, nur, so viele weil da alle sind. Zu Hause sind. Deswegen gehen die Preise hoch. Deswegen als Anbieter stellt es natürlich da auch ein. Genau, Imposant Anni, genau. Magna Cum Laude war das erste mit Larry Loveless. Und dann gab es noch irgendwie ein anderes. Und ich komme noch. Ich habe es ja im Schrank stehen, da hinten um die Ecke, da kann ich aber nicht gucken, wie der 6D hieß. Das war das, wo man irgendwie diesem Ferienresort mit Fitnessstudio und so war. Ich habe es aber auch nur mal angespielt, deswegen habe ich es nicht so im Kopf. Genau, du wärst hier der Brain. Du wärst ein leichter Nerd und ein ziemlicher Brain. Ach was. Waren hier die verschiedenen Kommentare dazwischen? Ja. Und würdest jeden Scheiß im Kopf haben. Ja. Sichern. Beim 2000er sind das Netzteil und die Mainboard-Batterie hinüber. Solange das Ding nicht ausgelaufen ist, lebt es noch. Wieso gehst du jetzt nach oben, nach unten? Ich versuche... Ich bin hinterher. Du brauchst hier, du hast quasi... Ich ach, das war beim, für den Flickr-Fixer, genau. Shape war das, up or slip out. Ah, genau, das war der sechste Teil, ja. Reiß auf oder schieb ab. Genau, der fünfte Teil hieß ja auf Deutsch, Passionate Patty macht beim Geheimdienst mit, was natürlich extrem weniger zweideutig ist als Does Little Undercover Work. Ja. Und irgendwas, der dritte war irgendwas mit pulsierenden Muskeln, wie auch immer. Guck mich nicht an, ich habe kein einziges davon gespielt. Doch eins bei dir, als es mir mal gezeigt hat. Den ersten Teil, glaube ich, war es. Das wurde erst durch diese Tür durch, musste, um den Club zu kommen. War das der erste Teil? Das ist der erste Teil, ja. Ja, 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 genau. Ja. Exil Basuma, hallo. Hat er was verpasst? Ja, wir haben natürlich... Nein. Nein, ich habe... Vergiss es! Ja, du hast den ganzen Arm verpasst! Ich habe weitere kleine Teile an das Schiff dran gebosselt. Also er hat ziemlich viel dran gebosselt. Das sind 6 oder 7 Arbeitsschritte, die er weitergekommen ist. 7 weitere Arbeitsschritte, aber wir sind noch irgendwie weit von irgendwas entfernt und ich habe ein Feldgeschütz gebaut. Ja.
Und wir haben Histolerner durchgezockt und wir sind jetzt gerade am allgemeinen einfach nur Schwätzchen halten mit euch. Gab es ein Parser-Spiel von Sierra auf Deutsch? Space Quest 3, Larry 3 gibt es auf Deutsch beide. Habe ich auch die deutschen Versionen davon? Habe ich lange gesucht danach. Gab es noch? Ich guck mal gerade. Ich muss mal die Reihe durchgucken. Da oben stehen sie ja. King's Quest gab es nicht auf Deutsch. Und die anderen waren dann Point and Click. Aber mit Parser war es, glaube ich, Larry 3 und Space Quest 3 sind die beiden, die es auf dem Amiga zumindest auf Deutsch gab. Auf dem PC weiß ich jetzt nicht. Ja, genau. Aftershow Party. Ja. Space Quest 3 haben wir übrigens die deutsche Version angeteasert bei unserem Back in Time Video, wo wir den MT32 vorgestellt haben. Denn die internationale Version von Space Quest 3 unterstützt den MT32 Synthesizer, die englische Version nicht. Genau, deswegen die deutsche Version von Space Quest 3, damit kann man auf dem Amiga MT32 Musik nutzen. Ja. Man muss noch den Treiber manuell dazu kopieren, aber da funktioniert es dann. Genau. Hagen, unterhalte dich mit uns so lange, wenn du da oben guckst. Da oben gucke, das kann länger dauern, das ist schon so, ja. Ja. Ja, Space Quest 3 mit 12 auf dem IBM des Vaters gespielt. Jawohl, das sind die schönsten Erinnerungen, oder? Ja. So, und der Ravioli kommt mit einer Gruppe von 412 Personen. Hallo und herzlich willkommen. Hallöchen. Ihr kommt... Geil. Es ist 5 vor 2, ihr kommt sehr spät, weil wir sind schon mit dem eigentlichen Spiel durch. Wir haben History Line, die 16. Mission durchgespielt. Ich habe ein bisschen Metallmodell gebaut, also sowas wie, also das Flugzeug, das habe ich bei einem der letzten Male. Ich habe an einem Schiff gebastelt und habe hier sowas gemacht. Also das bin ein bisschen weitergekommen und habe dann zur Erholung noch ein... Klemmbausteinmodell von einem Feldgeschütz gebaut. Hagen hat währenddessen... Ein Lego-like. Hagen hat währenddessen... Retro-Gaming gemacht. History-Line, Echtzeitstrategie, nicht echte Rundenstrategie-Spiel aus dem Ersten Weltkrieg gespielt. Deswegen, ich habe auch noch mein Kostüm an. Der Hagen, kommt jetzt... Soll ich? Jetzt muss ich ja noch mal voll aufziehen, oder? Setz doch noch mal auf, genau. Damit sind wir jetzt durch, 16. Mission. Ja. Und wenn wir das nächste Mal wieder streamen, dann gibt es die 17. Mission und jetzt sind wir in der Aftershow-Party und haben gerade ausgiebig Schwätzchen gehalten und waren schon so am Ausschleichen jetzt hier. Muss man ganz klar sagen, ja. Genau, so. Also, hallo an alle. Wir werden jetzt, ein paar Minuten machen wir vielleicht noch, aber nicht mehr lange. Wir sind müde und müssen jetzt auch, also wir haben zwar eine Stunde länger Zeit, aber wegen längerer Nacht, aber müssen ja morgen auch wieder noch irgendwas machen. Wenn ihr Retro-Games sehen wollt, ihr könnt ja bei Twitch hier und da mal in die Aufzeichnung reinschauen. Ansonsten unter youtube.virtualdimension.de, da gibt es viele Retro-Games, Hardware-Vorstellungen, wir packen Sachen aus. Und wer mehr Interesse an neueren Games hat, auf unserem Newschool-Kanal, newschool.virtualdimension.de, Newschool schreibt sich New, SKOOL. Da spielen wir PC-Indie-Games. Mhm. Aktuell Magica 2 zu viert in einem absoluten Koop-Chaos. Und wir spielen gerade Endzone. Mhm. Das ist ein Aufbauspiel in einer postnuklearen Welt. Ein Spiel aus Deutschland in unserer Reihe Made in Germany. Und Entwickler aus Wiesbaden. Die auch aus Wiesbaden. Ja. Muss ein Nest sein irgendwie. Und dann... ich glaube, jetzt demnächst kommt Donut County in unserer Underground-Reihe. Da spielen wir ein Loch und müssen Sachen verschlucken. Sehr lustig, ja. Genau. So. Erzähl das den Kindern nicht. Ah, Ravioli. Ah, ja. Die finden ziemlich viel cool, was wir machen. Nächstes Jahr gute Nacht. Ja. Also denen macht das auch Spaß. Wir haben ja meistens auch leichtere Unterhaltung, außer Retro-Games auch leichtere Unterhaltung. Und das macht schon echt Spaß, offensichtlich auch meinen Kids. Ja. Genau. So. Wir kommen jetzt trotzdem langsam zum Ende. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie gerne. Ansonsten schaue ich mal, wo wir jetzt die ganze versammelte Runde als nächstes hinschicken können.
Genau, ein paar Leute folgen uns neu. Vielen Dank dafür. So, guck mal, was ist hier. Das war nur allgemeines Hallöchen. Ganz schön voll hier. Ja. Ja, jetzt noch nur noch eine halbe Stunde, ja. Ja. MT32 haben wir eben gesprochen. Ein Synthesizer aus den 80ern. Ein sehr schönes Modell, weil ich kann es nochmal gerade hier. Hast du es abgekabelt? Nicht, dass ich jetzt stell das mal hier nochmal die abreißt. Bitte da mal gerade darüber. Genau, das war das Modell, was wir vorhin gebaut haben übrigens. Und. Magst du die andere Cam nutzen für zum Zeigen vom. Andere Cam kann ich. Wir haben ja noch zweite Cam oder nutzen wir kann, die auch mal an der Stelle? Kann ich machen, dann muss ich nochmal kurz hier bei Seite. So, wir haben hier. Da! Du bist schon wieder verschoben. Ich bin schon wieder verschoben hier. So, Da komme ich doch wieder ins Bild. Also hier MT32. Von Roland, ein sehr schöner Synthesizer, gab es auch als PC-Soundkarte in den 80ern, war damals nicht günstig gewesen. Nicht günstig ist untertrieben. Ja, und den kann man auch heute, also kann man für Retro-Games nutzen, wo es einen deutlich besseren Sound hat als so Roland oder so, als der Quark, als der... Also nicht Roland, Roland ist das da. Genau, als der Adlib. Ja. Und es gibt ein paar Spiele, die das auch auf dem Amiga unterstützen. Da hatten wir gerade drüber gesprochen, nämlich Spiele von Sierra. Mhm. Haben wir auf unserem Kanal auch ein Back-in-Time-Video dazu. Und weißt du, warum Sierra-Spiele den unterstützt haben auf dem Amiga? Nein. Sierra war in USA der Distributor von diesem Gerät. Deswegen haben die Sierra-Spiele das unterstützt. Ja. So. Genau, das war hier übrigens nochmal das... Modell, was ich da gebaut hatte. Der Ravioli sagt, Hagens Lust auf Kaninchen in Minecraft ist bei meinen Kindern auch hängen geblieben. Ja. Ich darf dir sagen, mein Neffe, der ist etwas älter als meine Kinder, der hat das alles schon geguckt, der hat gemeint, Hagen, nee, Onkel Hagen, wir müssen unbedingt mal Minecraft spielen. Und ich so, bist du sicher? Und der so, dann zeige ich dir mal, wie das geht. Und ich so, ja, wie das geht, weiß ich schon, aber ich weiß nicht. Und er so, also diese Sache mit den Kaninchen, Onkel Hagen. Das geht ja die gar Kaninchen, nicht. Die Kaninchen, das geht gar nicht. Und guckte mich dabei so an, so nach dem, wie so, alter Mann am Joystick. So nach dem, so an der Maus. So. Furchtbar. Das geht gar nicht. Und so. Ich so, ich hatte Spaß. Ja. Ravioli, Hagen, Creeper hinter dir. Wir haben uns das in Zeitlupe angeguckt. Priceless. Genau, hier Retro Caveman sagt 1000 D-Mark Ende der 80er, ja, also das inzwischen, also geschenkt kriegt man den jetzt auch gerade nicht, aber wir sind auf jeden Fall günstiger als Neupreis aktuell, ein sehr schönes Gerät. Oder die Jagd auf den Packesel war wirklich schön, ja, das für alle so, wo ist der hin? So, also wir sind müde, wir gehen jetzt weiter. Ihr könnt gerne hier uns folgen, wenn wir das nächste Mal spielen. Ich programmiere auch immer wieder sonntags ein neues Amiga-Game. Also wenn ich sonntags hier live bin, dann wird programmiert. Samstags kommt der Hagen manchmal vorbei und wir machen History Line. Und wir belegen gerade in der Adventszeit hier an den Adventssamstagen Livestreams zu machen, wo wir dann Retro-Games zocken oder auch neuere PC-Games spielen. Mhm. So, dann gehen wir, was Zwiebelkäse, das wird MT32 35 Euro auf Ebay bekommen. Das ist Schnäppi. Sagt Zwiebelgeist. Ja, hier, das ist Schnäppi. Das ist wirklich ein Schnäppchen, sehr schön. Ja. So, ja, danke Ravioli für die Wünsche für die Heimreise. Ich muss wirklich immer noch durch zwei Baustellen, die auch Nachtbaustellen sind. Also es ist echt kein Spaß. Aber solange es keinen Unfall gibt von anderen Leuten, und also das wünsche ich mir da sowieso nicht und für mich natürlich auch nicht, ist alles gut. Schaffen wir. Ja? Ja. So, dann würde ich sagen, viele Leute sind nicht mehr live, aber bei der Retro Pixel Show wird UFO Enemy Unknown gespielt. Ah, geiles dann Game. Gehen wir gehen wir doch da. Ja, das müssen wir auch nochmal spielen. Ja. Ja, es gibt so viel, was wir noch spielen müssen. Wir haben ja eine Regel: Wir spielen Sachen immer dann, wenn wir sie im Original haben. UFO Enemy Unknown natürlich auch im Original. Das haben wir heute gespielt. History Line von Blue Byte. So, dann schauen wir doch jetzt mal bei Dings, bei UFO vorbei, bei der Retro Pixel Show.
und sagen, nee, da zurück, da. So, wir sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, ja. Bis zum nächsten Mal hier oder auf unserem YouTube-Kanal. Macht's gut. Tschüssi. Ad Astra.